Vitesse. Lizginis. Darginis. Avaris. Darginis bin Avaris. Tabasaranis. Und viele andere Sprachen. Ich kann den Zentner aufzählen, aber ich kann After, nicht alle du hast mir gesagt, es gibt doch 100. 100, ja. 100 Sprachen, ja? Das kann ich nicht so sagen, Achie. Vielleicht manche haben ihn vergessen. Ich sage es, aber ich kann das doch nicht sagen. I don't know, actually. Sie können niemand kann sagen, weil niemand spricht. Und niemand spricht, weil die sprechen von Namen. Vielleicht Russisch. If there would be some need guck mal, du sagst, wie kann man das? Zum Beispiel, diese Leute, vielleicht kommen in andere Länder. Hamid Son, ich denke, spricht kein Arabisch, oder? Wer? Hamid Son. Hamid Son? Ja. Spricht er Arabisch? Nein, spricht kein Arabisch. Ja, man, warum fragst du das? Wie kann man eine Muttersprache sprechen? Aber seine Muttersprache heißt nicht nur Arabisch. Vielleicht nicht auch nur, nicht nur. Ja. Ja, er kann seine Muttersprache zum Beispiel durchsprechen. Aber ist Arabisch das auch? Zum Beispiel, wenn du hier ein Deutsch heiratest und du sagst, ein Kind, das Kind, wenn er spricht, kein Russisch, kann es so gut auch durchsprechen. Warum? Vielleicht weil es in Deutschland, aber er will niemand Russisch, der ist als Deutsch vergessen. Nee, Deutschland ich glaube, sowas gibt es nur in Dagestan. Wie kann man seine Muttersprache vergessen? Nee, du sagst, nee, guck mal, du hast ein Beispiel genommen, wo zum Beispiel ich eine deutsche Frau heirate. Ja, und das, mein Kind wird dann Deutsch sprechen. Ja, weil das, er ist in Deutschland, ja? Genau so dort. Zum Beispiel in Dörfern, ja, Dorf. Weißt du, was ist Dorf? Ja, ich weiß. Dort, die Leute sprechen diese eigene Sprache, eigene Muttersprache. Zum Beispiel Lesginisch, Avaris, Darginisch, irgendwelche Sprache. Dann sie kommen in die Stadt, große Stadt. Dort wohnt, ich weiß nicht, vielleicht 700.000 oder 1 Million Leute, ja? Und diese Leute können nicht eigene Muttersprache sprechen, deswegen sprechen Russisch. Sie sprechen Russisch. Und dann zum Beispiel, wenn sie immer Russisch sprechen, sie vergessen die Muttersprache. Aber wo sie und zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel, guck mal, es gibt viele Nationalitäten ja, in einem Staat. Und zum Beispiel dieser Mann, wird eine andere Nationalität heiraten. Er kann natürlich das machen. Genauso wie hier. Er heiratet diese Frau und dann zu Hause gibt es schon zwei Sprachen, ja? Von Mann und von dieser Frau. Und dann, sie müssen etwas finden, also. Und dann, sie werden Russisch sprechen. Oder sie müssen eine eigene Sprache sprechen. No, he likes it, he can do it. Die gleiche Sache. Natürlich, wenn deine Mutter und Vater eine Nationalität, eine Sprache sprechen, dann natürlich wird es nicht vergessen. It was the quick story. Sorry, that's for you. Sorry. Du machst sorry. What's up? It's okay. Sorry. Ich sag, das ist deine, kürze dir nur deine Jacke. Ja, hey, ich seh da. Not yet. We didn't. Yeah, we have snow, but the snow. This year it didn't fall yet. Pitch. Who's pitch? She. Who's Jack? No. What? Not this, but I'm giving the example. She has a rod Burfi. No. Not much weight and this much. Not yet. Okay. Sound the track of the movie is perfect. He's about three guys and this one dog. Maybe seven. Yeah.